just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Hallo, ihr wunderbaren Menschen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich starte heute in den Daily Vlog total spät. Es ist schon 16.30 Uhr, aber es war so viel los heute. Ich musste die kleine Wohnung fertig machen. Die habe ich ja gestern so komplett geputzt, aber es haben noch einiges hat noch gefehlt, was wir noch in der anderen Wohnung hatten. Deshalb, für die, die neu zuschauen, muss ich vielleicht mal kurz erklären. Wir haben Ferienwohnungen und hatten einen Wasserschaden und jetzt hatten wir eine andere Wohnung als Ersatzwohnung und da habe ich jetzt heute Morgen alles rübergebracht und konnte somit unsere Wohnung hier wieder fertig machen. Habe die große Wohnung geputzt und vorbereitet für die neuen Gäste heute. Das waren heute 10 Betten, bin auch noch nicht ganz fertig. Die Waschmaschine kommt nicht hinterher. Ich habe noch einiges, was ich noch an Betten machen muss. Ich glaube, 6 Kissen und eine Decke oder so und ein Leintuch, das mir noch fehlt. Habe heute, was habe ich noch gemacht? Eigentlich nur geputzt, als Video fertig gemacht, weil heute Abend Liana schlafen gelegt, die ist jetzt gerade aufgewacht. Jetzt muss ich mich endlich mal ein bisschen richten und anfangen zu vloggen. Ich möchte jetzt gleich in den DM fahren, weil viele haben gesagt, sie würden mal gerne so meine Favoriten aus dem DM sehen. Und das war immer so ein kleines finanzielles Problem, dass ich nicht alle kaufen konnte. Aber heute habe ich von Freunden nachträglich zum Geburtstag einen 50-Euro-Gutschein von DM bekommen. Und jetzt habe ich gedacht, perfekte Möglichkeit, endlich mal für mich zu shoppen. Liana bekommt bestimmt auch was und André wahrscheinlich auch. Aber ich möchte heute einfach diesen Gutschein ausgeben und meine Favoriten shoppen und die euch zeigen. Ihr wisst zum Beispiel hier, mein absoluter Lieblingslippenstift, den trage ich fast täglich und werde oft danach gefragt, von Maybelline New York, Matte Ink, die Nummer 65. Da will ich auf jeden Fall noch schauen, ob es andere schöne Farben für mich gibt, weil ich den so, so toll finde. Ja, und da machen wir uns jetzt gleich auf den Weg, aber vorher möchte ich mich ganz kurz einmal schminken, dann nehme ich euch mit in DM, dann zeige ich euch, was ich gekauft habe und dann fahren wir an den Baggersee, weil wir das momentan jeden Tag mit Mia machen, dass Mia eine Runde schwimmen kann. Und dann mal schauen, was sonst noch, vielleicht ein bisschen Haushalt, vielleicht koche ich heute Abend noch was. Auf jeden Fall nehme ich euch mit. André ist wieder den ganzen Tag unterwegs, der kommt heute auch erst 9:30 nach Hause. Das heißt, wahrscheinlich wird er nicht mal Liana sehen. Aber ja, wie gesagt, ich nehme euch mit und wünsche euch ganz viel Spaß. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever. I'm up for any. Fertig! Ihr Lieben, was ich euch unbedingt noch schnell zeigen wollte, ich bin eigentlich überhaupt kein Schmuckträger. Ich habe früher nie Schmuck getragen. Und jetzt gibt es aber Dinge, ohne die ich nicht aus dem Haus kann. So krass ist es schon geworden. Das ist einmal meine Muttermilchperle, beziehungsweise meine Muttermilchkette. Die habe ich von einem Instagram-Shop, der heißt Meine Herzstücke. Und das ist meine absolute Lieblingskette. Also ich hatte noch nie eine Lieblingskette, aber ich kann nicht mehr ohne die aus dem Haus. Und wenn ich unterwegs bin, werde ich so oft auf die angesprochen. Und wenn die Menschen hören, dass es Muttermilch ist, sind sie alle total fasziniert. Wenn ihr mal schauen möchtet, ich verlinke mal den Shop unten in der Infobox. Und was ich heute auch noch neu bekommen habe, und das muss ich euch unbedingt zeigen, ist von Nina. Ihr kennt, wenn ihr mich schon eine Weile verfolgt, schon mein Lieblingsarmband, mein Liana-Armband. Und das ist von Nina. Sie hat auch einen YouTube-Kanal. Ich verlinke mal unten ihren YouTube-Kanal und ihren Instagram-Shop. Sie heißt auf Instagram Ninchens Life, mein Perleffekt. Süße. Und hat uns so reichlich beschenkt schon wieder. Also dieses Armband mit Liana, das habe ich jetzt schon eine Weile und ist auch ein Schmuckstück geworden, ohne dass ich nicht mehr aus dem Haus gehe. Das ist das da, das obere. Das sind alles Natursteine und das ist in so einem Grau gehalten. Und ich liebe, liebe, liebe dieses Armband. Und heute kam ein Riesenpäckchen von ihr mit diesem Armband. Ich weiß nicht, ob wir zufällig den gleichen Geschmack haben oder ob sie mich wirklich schon durch meine Videos so gut kennt, dass sie diesen Geschmack zu 100% trifft. Aber auch dieses Kettchen, schaut euch das mal an. Und das passt jetzt auch gerade so gut nach meinem Beziehungsstress-Video, finde ich, dass ich ein Armband
trage, wo J und A unsere Anfangsbuchstaben Jana und André drin sind. In der Mitte Love, so ein kleines silbernes Blättchen. Und was ich auch super cool finde, das zeige ich euch mal, das war auch dabei, dass es eigentlich ja nur so ein Gummi, aber es sieht so cool aus und auch wieder in meiner Farbe beige mit Gold. Und jetzt in Kombination alle drei Haarbänder, sage ich schon, Armbänder zusammen, sieht auch so wunderschön an aus. Wortfindungsstörungen. Und ja, das wollte ich euch unbedingt zeigen. War aber noch nicht alles. Die kleine Maus hat noch ein Armband gekriegt. Das zeige ich euch gleich. Krapp, krapp, wenn du angezogen bist, weil sie ist wieder nur in der Windel. Und das hat mich auch wahnsinnig gefreut, André hat ein Armkettchen bekommen. Moment, ich hole es euch mal. Schaut euch das an. So ein total männliches Armband. Schwarze, große Perlen. Aber hier ist ein J und ein L für Jana und Liana noch drin und ein Herz. Ist das nicht cool? Also ich freue mich wahnsinnig und ich weiß auch, dass das tragen wird. Richtig cool. Und Lianas Armband? Zeig mal kurz dein Armband, mein Schatz. Steht Liana drauf und da sind rosane Steinchen und da hinten ist noch ein Herz. Also auch richtig schön. Jetzt klingelt gerade mein Wecker für meine Zimtschnecken. Kennt ihr die Zimtschnecken aus dem IKEA? Oh mein Gott, ich liebe sie. Ich muss eigentlich das ganze Video durch Werbung schreiben, weil ich gerade so viel erwähne. Die Zimtschnecken sind der Hammer. Die habe ich mir gerade reingemacht, weil ich wahnsinnig Hunger habe. Wir hatten heute nur die Mami-Seelensuppe, die wo ich immer für Liana mache. Und habe wahnsinnig Hunger. Mache mir jetzt noch einen Milchkaffee und die Zimtschnecken. Und was wollte ich noch? Ich wollte euch noch irgendwas erzählen. Weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall esse ich jetzt Zimtschnecken und trinke meinen Milchkaffee. Und dann gehen wir in den DM. Die ganze Wohnung duftet nach Zimt. So lecker. Das sind die Zimtschnecken aus IKEA. Die sind noch warm und die lasse ich mir jetzt schmecken mit einem Milchkaffee. Und jetzt hätte ich fast vergessen, dass die Nina uns ja noch einen Schlüsselanhänger geschickt hat. Schaut mal. Family first. Ist ja nicht wunderschön. Und auch oben ein Engelchen dran, ne? Bravo! Willst du die Mia streicheln? Machst du Ei? Ei! Super! Wir sind jetzt im Auto, wie ihr unschwer erkennen könnt, und fahren zum DM. Ich habe mir jetzt schon so ein paar Gedanken gemacht, was ich gerne hätte. Vor allem Dinge, die ich nie kaufe, weil ich denke, ah, da ist jetzt kein Geld dafür da. Die muss ich mir jetzt mit diesem Gutschein kaufen. Wie zum Beispiel den Lippenstift in anderen Farben. Weil der kostet, glaube ich, um die 8, 9 Euro und das finde ich krass. Ich bin süchtig. Ich habe auch mehrere gekauft. Autsch. Aber einen kühlen. Also, so mit diesem DM-Haul, wie ich das vorhatte, wird das nichts. Ich dachte, ich kaufe jetzt voll Beauty-Produkte für 50 Euro und zeige euch das dann. Aber ich bin halt Mutter. Ich war an der Schminke und dachte dann, nee, dafür gebe ich doch jetzt kein Geld aus. Also den Lippenstift, ja, ich habe einen gekauft, aber dann habe ich gedacht, nee, das andere brauche ich nicht. Ich bin zufrieden mit meinem Make-up und meinem Puder und ja. Also es ist mehr Haushalt geworden oder Essen wie Schminke. Ich zeige es euch aber gleich, wenn wir zu Hause sind. Und ich habe noch für ein Tauschpaket eingekauft, das zeige ich euch aber noch nicht, weil es steht in ein paar Tagen, Wochen an und dann seht ihr das. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf auf das Tauschpaket. Und was ich sonst noch so mitgenommen habe, zeige ich euch gleich zu Hause. Jetzt fahren wir aber. Liana möchte nämlich jetzt nicht mehr im Auto sitzen, verständlicherweise. Und dann gehen wir mit der Mia an den See und dann kochen wir was. Oder, mein Schatz? Ja, die Mama vloggt dann wieder, ne? Da ist die Kamera. Ich liebe diesen Kaffee. Es ist aber auch wirklich so, es gibt so viele von diesen kalten Kaffees und es ist keiner so gut wie dieser Alnatura. Ich kann es euch nicht erklären, ich habe schon so viele probiert, aber das ist der allerbeste. Probiert ihn mal, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Mmh.
Jetzt sind wir zu Hause und ich zeige euch ganz schnell, was ich für 50 Euro für den 50-Euro-Gutschein geshoppt habe. Ich wollte ja voll Beauty machen und habe aber gemerkt im DM, dass das nicht mehr ich bin und dass ich lieber sinnvolle Dinge kaufe für die 50 Euro. Und Dinge für uns, für die Familie, ihr werdet es jetzt gleich sehen. Was ich dringend gebraucht habe, sind Wattepads. Und die habe ich zweimal mitgenommen, weil ich mich abschminke. Zeige ich euch gleich gerne. Mit Garnier Micellenvereinigungslotion oder wie die heißt. Und die trage ich immer auf Wattepads auf und schminke mich dann ab. Und ich habe wirklich ungelogen 50 Mal im DM bin ich schon dran durchgelaufen, habe immer gedacht, nee, das ist mir zu teuer. So ein Ständer für Wattepads. Und habe immer diesen Wattepad hinter der Tür hängen, total unpraktisch. Und war aber immer zu geizig, 5 Euro für so ein Plastikding auszugeben. Ich weiß, man hätte es auch selber machen können und da gibt es tolle Ideen, das selber zu machen. Aber ich bin so untalentiert, was solche Dinge angeht. Und deshalb habe ich ihn mir jetzt gegönnt wegen dem Gutschein 4,95 Euro. Und da kommen jetzt meine Wattepads rein und dann bin ich happy. Das ist das Erste, was ich mir nicht gekauft hätte ohne Gutschein. Dann habe ich der Mia was mitgebracht. Einmal solche Dentasticks, Zahnpflege und einmal einen großen Dentastick, weil sie das sehr gerne hat. Hätte ich ihr wahrscheinlich auch so mitgebracht, aber ich wollte für jeden was von uns mitnehmen für diesen, von diesem Gutschein. Dann habe ich vor allem auch für Liana Vollkornfarfalle und Spirelli mitgenommen, weil sie die sehr gerne hat. Und einmal Linguine, die haben wir noch nie ausprobiert, aber Liana isst super gerne Nudeln, wie glaube ich jedes Kind. Deshalb mussten die Nudeln noch mit. Dann, wenn ihr meine Vlogs verfolgt, wisst ihr, dass Liana und mir der Porridge Cup Kokos Kakao letztes Mal richtig gut geschmeckt hat. Und deswegen habe ich den zweimal mit. Ja, das sind Nudeln. Was wir auch super gerne essen, ist dieser Schoko Crunch, eigentlich von Alnatura. Aber jetzt probieren wir mal die Biomarke vom DM aus, Crunch. Dann habe ich Deo, ich jetzt gerne ein Sprühdeo hätte, weil ich das nicht so schön finde, das cremige im Sommer. Und da habe ich von Nivea ein neues entdeckt, was mir immer am allerwichtigsten ist, ist 0% Aluminium. Und das hat das Nivea Deo. Einmal langanhaltende frische Fresh Pure und einmal Fresh Summer. Einfach mal zum Austesten, ob das gut ist. Ich habe es mitgenommen, weil 0% Aluminium drauf stand und das echt bei wenigen drauf steht, komischerweise. Dann habe ich lange beim Duschgel geschaut. Ich habe am liebsten, wenn es einfach nach Seife riecht. Und da finde ich das von Dove einfach sehr lecker vom Geruch. Alle anderen, ich habe bei Balea geschaut, das war mir alles zu exotisch und so, deshalb einfach das. Dann habe ich, und da freue ich mich am allermeisten, den Superstay Matte Ink. Mein Lieblingslippenstift, der mir von einer lieben Zuschauerin, von der Sabrina, empfohlen wurde. Den habe ich jetzt auch drauf, die Nummer 65, liebe ich. Und ich habe jetzt einen ganz hellen, ja, so Rosé-Ton mitgenommen. Der kostet eben 8,95 Euro. Das hätte ich mir auch so nicht gekauft. Deshalb den noch. Ne, du Süße. Dann natürlich zweimal meinen kalten Kaffee. Einfach, weil das sein muss, wenn ich schon mal den Gutschein habe. Und dann hat Liana zwei Dinge in den Einkaufswagen reingeschmissen. Und dann habe ich gedacht, lasse ich jetzt einfach drin und probiere es mal. Einmal ein Kaugummi Mentos Pure Fresh. Den hat sie reingemacht, weil das so schön rasselt. Rassel, rassel, rassel. Und dann hat sie Nagellack reingeschmissen und ich bin, meine Nägel sind furchtbar, die darf man gar nicht anschauen. Und ich komme auch nicht dazu. Aber als ich den gesehen habe, da steht nämlich Volume Gloss Gel Look. Und das fand ich eine coole Sache und habe gedacht, gut Mäuschen, wenn du mir das in den Einkaufswagen machst, probiere ich den mal aus. Die Farbe fand ich auch schön. Deshalb, ja, Liana hat es ausgesucht, deshalb habe ich es mitgenommen. Dann habe ich für Liana ein neues Duschgel oder eine neue Duschcreme mitgenommen, weil, noch nie gesehen, von Alverde Naturkosmetik gibt es jetzt eine Kinderreihe. Die heißt Little Green Kids. Und das war super günstig. Mein Veleda Duschgel kostet, glaube ich, 9 Euro. Also ihr Veleda Duschgel kostet 9 Euro. Und das war jetzt knapp die 3 Euro. Und das wollte ich mal ausprobieren. Alverde Natur Kids. Extra milde Duschcreme angereichert mit biologischem Apfel- und Pfirsichextrakten.
Fand ich, hat sich gut angehört, wollen wir ausprobieren. Und dann, dass alle was bekommen und der Papi nicht leer ausgeht, habe ich von L'Oreal Man Expert eine Barberbox mitgenommen. Andrea hat ja einen ziemlich langen Bart und ich finde aber, dass der so ein bisschen wuselig ist, also dass der nicht so gerade und glatt ist. Und da ist jetzt so eine Box, 3-in-1 Bartöl, Bartshampoo und ein Bartkamm und er kennt sich wirklich als sein Bart mit seiner Bürste, Haarbürste. Deswegen habe ich das mitgenommen, hat 13,95 € gekostet, war jetzt nicht billig, aber dass jeder was bekommt, habe ich das dem Papa noch mitgenommen. Das war's, ihr Lieben. Das war der 50-Euro-Gutschein. Ich habe noch ein paar andere Dinge gekauft für ein Tauschpaket, das ich bald mit einer ganz tollen anderen YouTube-Mami starte. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das ist Mamas Deo, ne? Jetzt fahren wir an den Baggersee, weil die Mia, die will schwimmen. Na Mia, zeigst du das? Tust du wieder vloggen? Ey, du Süße! Willst du das zeigen? Zeig mal, was die Mama eingekauft hat. Ja, super. Du bist die Süßeste, weißt du das? Gibst du der Mama einen Kuss? Ah, danke. Wir sind am See angekommen und natürlich ging es keine Sekunde, bis Mia drin war. Liane ist auch schon am Steine schmeißen. Machst du 1, 2, 3. Super. Das ist Steine schmeißen, Schatz. 1, 2, 3. Also du der Mia schmeißen? Schmeiß mal der Mia Steine. Mach mal 1, 2, 3. Willst du werfen? 1, 2, 3. Das ist Mama, die noch rausmachen jetzt. 1, 2, 3. Super! Toll! 1, 2, 3. Super! Nochmal. 1, 2, 3. Super! 1, 2, 3. Ja! Mia macht uns nass. 1, 2, 3. Ja! 1, 2, 3. Wow! Neugierig ist die kleine Maus aus dem Nest geklettert. Was sie wohl vorhat, da ist sie rausgeklettert, ne? Sei vorsichtig, dass dir nichts passiert, kleine Maus. Schöne Blumen wachsen am Rand des Kornfelds. Die will sich die kleine Maus genauer anziehen. Ja, das sind die Blumen, ne? Aber wer kommt denn da angebrummt? Das ist eine Wespe, oder? Zurück zu Hause. Lianas erster Weg geht immer zum Maltisch. Und sie fängt an zu malen. Ne? Dann kann die Mama schön das Abendessen richten. Ich mache jetzt die Tomatenbutter, die ich bei Isabeau gesehen habe. Ich habe hier schon mal alle Zutaten hingelegt und zeige euch das jetzt, weil wir machen heute Abend kalt. Wir haben noch Antipasti vom Wochenmarkt von gestern und werden die Tomatenbutter jetzt zubereiten und dann die einfach zum Antipasti dazu essen. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Also, wir brauchen 2 bis 3 Knoblauchzehen, 6 bis 8 getrocknete Tomaten, in Öl eingelegt oder einfach nur getrocknet, 250 Gramm Butter, Salz, Pfeffer und 80 Gramm Tomatenmark. Jetzt wird erstmal der Knoblauch geschält und kommt zusammen mit den Tomaten in den Mixtopf. Knoblauch und Tomaten sind drin, 2 Sekunden, Stufe 5. Dann alles nach unten schieben und dann nochmal 3 Sekunden, Stufe 5. Jetzt ist es klein gehäckselt, jetzt kommen alle anderen Zutaten dazu. Also Pfeffer, Salz, Tomatenmark, 80 Gramm und 250 Gramm Butter sind jetzt drin und jetzt wird es vermischt. 1 Minute, Stufe 4 wird vermischt. Fertig! Tomatenbutter schmeckt göttlich. Dazu gibt es Oliven, Peperoni, Schafskäse und noch ein paar getrocknete Tomaten. André isst noch Lachs dazu. Hallo André. Versteckst du dein Bier? Man sieht es aber noch. Hast du schon deine Geschenke gesehen? Gefällt's dir? Er macht sie später auf, weil Fußball läuft und André geht jetzt sofort in die Männerhöhle, um die zweite Halbzeit anzuschauen. Er ist gerade erst gekommen. Aber er möchte jetzt Fußball schauen. Bald ist diese doofe WM vorbei, dann ist er vielleicht auch ein bisschen mehr zu Hause, ne?
Dann sehen wir dich vielleicht auch mal nach der Arbeit. Ne? Mal schauen. Also Liana isst die Tomatenbutter auch. Sie wollte unbedingt bei André probieren und hat die ganze Zeit so gemacht. Nam, nam, nam. Ist halt Pfeffer und Salz und Knoblauch drin, aber sie findet es gut. Ne? Also isst jetzt auch Tomatenbutter und dann habe ich ihr ein bisschen gekochte rote Beete gegeben, hat es aber noch nicht angerührt und einfach normales Butterbrot, aber sie ist voll auf die Tomatenbutter. Kein Wunder, schmeckt fantastisch. Wir werden jetzt zu Abend essen, ihr Lieben. Dann geht es in die Abendroutine über, die ihr ja schon kennt. Es wird gebadet, vorgelesen, gesungen und dann geschlafen. Viel Spaß, Schatz. Und deshalb verabschiede ich mich jetzt. Tschüss, ihr Lieben. Genau. Bis zum nächsten Video. Ciao.